Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und guten Morgen. Es ist, Moment, es ist 6:39 Uhr. Ich muss gleich zur Arbeit. Muss noch ein bisschen leise sein, weil wie gesagt, es ist ja sehr früh. Bin jetzt aufgewacht, habe festgestellt, dass endlich der neue Trailer für Star Wars Episode 8 im Internet jetzt oben ist. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich zur Arbeit fahre, bist halt ein ganz schöner Spasti. Und deswegen machst du nochmal schnell eine Live-Reaktion auf den neuen Trailer. Ich bin mega gespannt. Wir haben alle sehr lange gewartet, weil der Trailer im Verhältnis zu Episode 7 jetzt erst sehr spät kam, der zweite Trailer. Und ja, ohne weitere Worte, ich ziehe mir das Ding jetzt rein. Oh, Kylo Ren. Untamed power, and beyond that, something truly special. Okay, ist es Snoke? Spricht gerade mit Kylo Ren oder hat gerade gesagt, dass er was ganz Besonderes ist? Rey auf Octo? Something inside me has always been there. And I was awake. Oh. And I need help. Das war gerade die Jonas von den Wills. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Okay, Luke hat Schiss vor Rey, weil sie zu mächtig ist? What? In deinem Gesicht. Okay, ein Space-Pflaster anscheinend. Eine Pork. Oh, ja, mehr mit Phasma, Alter. Snoke, whoa! I need someone to show me my place in all this. No way. Whoa. Oh. Alter. Wurde da gerade angedeutet, dass Rey sich mit Kylo Ren verbündet? What the fuck? Alter, was zur Hölle? Also auf jeden Fall geil zu sehen, dass wir wirklich mehr von Captain Phasma sehen, weil die war ja in Episode 7 sowas von verschwendet. Hat mittlerweile einen ziemlich geilen Prequel-Comic bekommen, der ihren Charakter und ihre Motivation und so weiter mehr erklärt. Und das ist ziemlich, ziemlich krasser Scheiß. Kann man so sagen. Ich bin gerade. Wow. Also auf jeden Fall muss ich ein bisschen noch was von meinem Skript ändern jetzt. Definitiv. Ich hatte nämlich zum Beispiel in meinem Video drinne, dass der Fakt, dass Finn sich irgendwo einschleicht als Sturmtruppler und so weiter, wenn man vorher schon Bilder von ihm als Actionfigur in den Klamotten als imperialer Offizier gesehen hat. Und das ist jetzt zum Beispiel hinfällig, denn wir sehen ja, dass er da. Nee. Ja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall nochmal weiter ins Video setzen, muss ein, zwei Sachen nochmal umschreiben. Definitiv. Aber weitestgehend ändert sich das nicht. Von daher, wow. Also es war ein guter Trailer. Er hat auf jeden Fall nochmal den Hype nach oben gepeitscht. Muss man sagen. Bis gestern lief die Star Wars Battlefront 2 Beta. Gleich startet der Kartenvorverkauf. Deswegen sieht sie hier aus. Sind noch 15 Minuten, ne? Müssen wir direkt mal 18 Tickets sichern. Für
Nicht ein paar Freunde. Also, und jetzt kommt halt der Trailer. Also, da hat sich einer beim Marketing schon echt Gedanken gemacht, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, krass, ich bin gehypt. Freue mich auf mein mega, mega, mega langes Star Wars Episode 8 Video. Ihr habt wirklich mehr lange als genug gewartet. Es wird wirklich sehr lang. Das Skript ist jetzt schon über 10 Seiten. Ich glaube, es kommen nochmal zwei, drei Seiten dazu. Geht bestimmt dann locker eine Stunde. Ich versuche das jetzt so schnell wie möglich rauszuklatschen, weil sonst muss ich es gar nicht mehr machen. Dann ist der Film nämlich draußen. Und ja, ich hoffe, ihr guckt euch das dann auch an. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und tschö mit Ö, hauen Sie, bauen Sie und möge die Macht mit euch sein.